Wir wollen tatkräftige Frauen, und zwar von der Basis bis zur Spitze. Ich finde, dass die Emanzipation der Frau das beste Erbe der DDR ist. Alle Frauen haben gearbeitet. Die Hausfrau war die absolute Ausnahme. Die DDR brauchte diese Frauen. Es gab keine Arbeitskräfte. Eine Hausfrau zu sein, war auch was ganz Negatives. Meine Mutter war die Erste, die aus dem Haus ging und war die Letzte, die zurückkam. Unterstützung von meinem Vater hatte sie nicht. Dann war natürlich die Männerwelt auch überzeugt, dass sie das am besten können. Und bloß nicht in Positionen, wo sie der politischen Ebene gefährlich werden konnten. Was würden Sie davon halten, wenn Ihre Frau auch Ihr Chef wäre? Nicht besonders viel, weil das wäre furchtbar. Na, wenn sie ihre Arbeit vernünftig macht. Es ist immer noch so, dass vorwiegend Männer hier eingesetzt werden. Denken können wir doch genauso. Ich wollte studieren und da hörte das auf. Überlegen Sie es sich nochmal. Kunst ist kein Beruf für Sie. Für mich sind Sie ein Eckenpinkler. Wir Frauen waren jung, unternehmungslustig. Wir wollten leben. Die wurden eigensinnig und haben sich dauernd scheiden lassen. Ich habe schon 3 Direktoren hier überlebt. Die halten nie so lange aus wie wir. Wir wollten beweisen, dass wir es können, nur als Frauen. Diese Sehnsucht nach Selbstbestimmung auch zu verwirklichen. Wie sagte meine Nachbarin immer, sich durchbeißen oder durchgebissen werden.